Die Arbeiten an der astronomischen Uhr in der Rostocker Marienkirche sind abgeschlossen. Es hat eine detaillierte wissenschaftliche Erfassung aller Teile des Uhrenprospektes gegeben. 25.000 Euro kosten die Forschungsarbeiten. Diese tragen das Land, die Marienkirche, der Förderverein Marienkirche und der Verein Astronomische Uhr Rostock von 1472 e.V. Die Uhr ist eingetragenes Denkmal auf der Landesdenkmalliste. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ständig Untersuchungen, Bestandsaufnahmen notwendig sind, um den gegenwärtigen Zustand der Uhr in diesem Falle näher zu erkunden. Und ausgehend von den Bestandsuntersuchungen, die von mehreren Restauratoren durchgeführt worden sind, einen Katalog aufzustellen, an welchen Stellen eventuell dringend notwendige Arbeiten erforderlich sind, wo in Zukunft absehbar ist, dass dort Arbeiten erforderlich sind, sodass man dann eine Arbeitsorientierung für die folgenden Jahre hat. Einer der Gründe für die Untersuchung ist auch die Bewerbung für das Weltkulturerbe. Seit der ersten Märzwoche steht das Gerüst an der astronomischen Uhr. So nah wie das Expertenteam ist noch niemand daran gewesen. Ein Bauforscher, ein Restaurator und eine Naturwissenschaftlerin sind an der Uhr beschäftigt. Wir konnten feststellen, dass die Hauptscheibe und die Sehbescheibe und auch die anderen Scheiben und Metallelemente, dass die aus Kupfer gefertigt sind. Das ist relativ gängig vielleicht im Mittelalter, weil das ein gut zu bearbeitendes Material ist. Dafür wurde eine RFA-Analyse durchgeführt, mit der man die Elemente festgestellt hat. Der mit den Arbeiten befasste Bauforscher hat dendrochronologische Untersuchungen vorgenommen und naturwissenschaftlich belegt, dass das Holz tatsächlich von 1472 ist. Die 550 Jahre alte Uhr wurde in den Jahren 1643, 1745 und 1885 ergänzt und überarbeitet. Im 20. Jahrhundert wurde sie auch mit Holzschutzmittel behandelt. Bis Ende April werden die Erfassungsarbeiten ausgewertet sein. Der Welterbeantrag der astronomischen Uhr liegt bereits in Bonn vor. Dort findet auch die Auswertung statt. Die Entscheidung darüber wird Ende Oktober diesen Jahres verkündet.